das Höllengebirge, der Feuerkugel. Die Höhenlage ist von 1500 bis 1860 Meter. Das von Vöcklabruck nächstgelegene Skigebiet ist der Feuerkugel. Als die Autos nur ganz wenigen vorbehalten gewesen sind, war dieses schneesichere Gebiet das beliebte Ziel der Skifahrer. Mit dem Zug nach Ebensee fahren und dann meist im beschleunigten Tempo zur Seilbahn gehen. Oben hat es den legendären Stangenlift gegeben. Bis zu 12 Skifahrer haben sich an der Stange festgehalten und den Hang hinaufziehen lassen. Heute ist alles weit bequemer, viel komfortabler. Die Feuerkugelseilbahn ist einer der ältesten in Österreich. Die Talstation liegt auf einer Höhe von 475 Meter, die Bergstation auf 1584. Die Länge 2700 Meter, die Höhendifferenz 1109 Meter. 400 Personen können pro Stunde befördert werden. Der höchste Berg ist der Höllkogel mit 1862 Meter. Das weithin sichtbare, mächtige Kreuz steht auf dem Brunkogel. Er ist 1709 Meter. Der Pensionistenverband Oberösterreichs veranstaltet jedes Jahr Landesskimeisterschaften. Der Wettbewerb wird in Form eines Riesentourlaufes ausgetragen. Heuer waren 101 Teilnehmer zu den Meisterschaften gemeldet. Sie wurden in 6 Damen- und in 6 Herrenklassen eingeteilt. Alle müssen dieselbe Strecke bewältigen. Das Wetter war sehr schön. Der schneereiche Winter hat die Schneekanonen arbeitslos gemacht. 30 Tore wurden bei einer Höhendifferenz von 210 Metern gesetzt. Die zwei Ebenseer Skivereine haben sich fusioniert. Sie führen die Veranstaltung durch. Vom Ausstecken, Starten, Zeitnehmung bis zur Ausfertigung der Ergebnisliste. Einige Läufer waren hier bei den Landesskimeisterschaften der Pensionisten in kürzerer Zeit im Ziel als Weltklasseläufer bei Weltcuprennen. Allerdings hatten die eine kürzere Strecke. In gut einer Stunde wurde der Lauf abgewickelt, völlig stürz- und unfallfrei. Nun kann einige Stunden lang genussvoll der herrliche Sport bei schönem Wetter ausgeübt werden. Die Voraussetzungen sind optimal. Mit der Seilbahn geht es wieder ins Tal. Die Skiabfahrt vom Berg hinunter ist schwierig. Schnee schmilzt. Vom Langbadsee kommt der Langbadbach. Im Arbeiterheim Ebensee findet die Siegerehrung statt. Den nicht mehr ganz jungen Sportlern, ich bin mit 90 Jahren der älteste Teilnehmer, wird große Ehre zuteil. Neben den Spitzen der Landesorganisation des Pensionistenverbandes, wie Präsident Heinz Hillinger, Landessekretär Hans Eichinger, Landessportreferent Hannes Nistelberger, sind weitere prominente Persönlichkeiten gekommen. Die Landtagsabgeordnete Sabine Brumberger, der Ebenseer Bürgermeister Markus Siller und der Kandidat zur EU-Wahl, Bürgermeister von Bad Ischl, Hannes Heide. Ganz speziell in meinem Heimatort Lindner im Salzkammergut. Wir glauben wirklich, dass wir am schönsten Ort der Welt nicht nur auf Oberösterreich leben. Glaubt sie auch, Oberösterreich auf alle Fälle das schönste Bundesland mit einem tollen Pensionistenverband. Mit dir, Hans, mit dir ganz besonders
Heinz, wir treffen uns ja wöchentlich eigentlich zum Meinungsaustausch. Danke nochmal, dass du da warst, danke, dass du teilgenommen hast und ich wünsche euch alles Gute noch, Joschi frei. Vor allem wie sonst, aber die Schönheit von Emse, die muss man sich auch erarbeiten und darum will ich wirklich gerne runterfahren. Ich komme von Weizenwiesenforschung, von Forschung in seinem Hornheim in Ischl und werde dann auch nochmal hinfahren, weil auch in Ischl viel los ist. Ich sage jetzt nicht, was schöner ist, Ischl oder Emse, Emse oder Ischl. Ihr habt die Gelegenheit am 12. Juli in Emse, am 21. Mai in Ischl, dass selber euch ein Urteil bietet und mich frei ist, wenn ihr da seid. Die Kolleginnen und Kollegen, ich mache es sehr kurz, weil wir wollen ja endlich zur Siegerehrung kommen lassen, aber zwei wichtige Punkte kurz streifen. Erstens war es heute ein ganz toller Tag und ich möchte allen, die mitgeholfen haben, dass dieser Tag so ein Erfolg geworden ist, herzlich Dank sagen im Namen des Spezialistenverbandes Oberösterreich. Und ich kann mich anzeigen, ein Kandidat für das Europäische Parlament, ein gestandener, wie er so schön sagt, ja, wie ich kennengelernt habe. Und ich habe eine große Bitte. Erstens einmal, dass wir zur Wahl gehen. Das ist ganz wichtig. Und das Zweite ist, geben wir den Hannes Heide eine Vorzugsstimme. Ich will vorhin herstellen, ein bisschen fairer. Ja, gar nicht bescheiden sein. Und bitte schön, macht ein schönes Siegerbild. Und 89 Hundertstel hat sich die Strecke bewegt. Jetzt geht gleich Siegerfoto. Vorher eine flotte Lady mit 1,0490. Aber es waren alle drei wirklich auf 3 Zehntel beieinander. Das muss man sich einmal verkommen. Sehr, sehr gut. Ganz knapp die Entscheidung. Geht es ruhiger in einer Vier? Ja, so. Damit es ordentliche Brachen nicht hat. Dazwischen Ebensee und Oberdrand liegt Bad Ischl. Und die Franziska Buchböck ist die Gewinnerin mit 55,33 ihre Zeit. Herzliche Gratulation zum Gewinn der Goldmedaille. Da freut sich natürlich der Hannes Heide ganz besonders. Das ist natürlich schön. Wir gratulieren recht herzlich bitte zum Fotoaufstellung der Lachen. Der Rüviertel grenzt dann schon um in Richtung Behmen. Und da heißen die Leute manchmal, zum Beispiel hast eine Dame Irmgard Kubitschka. Ja. Das erinnert schon ein wenig ans Babyschnitt, aber sie ist eine ganz flotte, sportliche Frau, die nicht nur Skifahren gut kann, Langlaufen gut kann, eine exzellente Bergläuferin auch ist. Die Irmgard Kubitschka ist Landesmeisterin im Langlauf und Bundesmeisterin im heutigen Jahr im Langlauf. Das ist schon, muss man glaube ich schon sagen. Und damit Gewinner der Goldmedaille ist Herr Josef Neumeier aus Vöcklabruck mit 58,66. Ist er der Sieger dieser Gruppe, Jahrgang 1938. Ich bin ja mega Providenz, ja Providenz.
Manfred Wallner aus Gosau. Mit einer Zeit von 51,4. Dieser Gruppe Gewinner der Goldmedaille ist Herr Hubert Rummer mit 47,93. Aus Dessenbrunn, der Herr Josef Leutelsberger. Gewinner der Silbermedaille. Und der Gewinner der Goldmedaille in dieser Gruppe ist der Herr Josef Holzinger aus Ebensee mit 49,20. Du bist der. Danke, danke, danke. Also zweiter Platz, Altersklasse. Irgend gratuliere, zweitschnellste die Margit Höll und die schnellste die Franziska Buchböck. Sie ist damit Landesmeisterin 2019. Mit 55,33. Ebenfalls heraufholen darf ich gleich. Und das war wirklich eine Millimeterentscheidung, muss man da sagen. Weil wenn wir uns nämlich die drei schnellsten her, da muss ich jetzt die Zeiten dazu sagen, anschaut, dann ist das unglaublich. Der Georg Stallinger, gell, 48,00 gehabt und war sehr bittlich heraus, da ist er schon mit 47,83. Also, enger geht's nicht, enger geht's nicht. Das sind also jetzt unsere beiden Landesmeister, Landesmeisterin und Landesmeister Franziska Buchböck und Hubert Rummer. Herzliche Gratulation! Ja, das Gegenstück bei den Die und der älteste Teil. Die und der älteste Teilnehmer, zusammen 175 Jahre alt. Hier darf man sehr wohl schon alt sagen. Der Traunstein legt zum Abschied sein Festkleid an. Er lacht.